Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Bundesminister Heil, das Motto des gestern zu Ende gegangenen Kongresses des Sozialverbandes VdK lautete: Die soziale Spaltung stoppen. Sorry, aber dazu findet sich in Ihrem Haushalt so gut wie nichts. Immer noch ist fast jeder zweite Langzeiterwerbslose länger als 4 Jahre arbeitslos und nur 5 von 100 Betroffenen werden überhaupt in Arbeit vermittelt. Das ist beschämend und das zeigt, Hartz IV ist gescheitert. In Deutschland sind 850.000 Menschen langzeiterwerbslos. Offiziell. In Wirklichkeit sind es viel mehr. Sehr geehrter Herr Bundesminister, für den Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit wollen Sie gerade einmal zusätzliche 300 Millionen Euro ausgeben. Für Lohnzuschüsse von 20.000 Menschen. 20.000 von über 850.000 Langzeitarbeitslosen in Deutschland. Nein, Herr Heil, damit haben Sie die erste Chance verpasst, ein echtes, ein deutliches und vor allem ein glaubwürdiges Signal im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit zu setzen. Ja, ich weiß, Sie haben mir gerade die 4 Milliarden gezeigt. 4 Milliarden Euro für 150.000 Menschen wollen Sie bereitstellen in den kommenden Jahren. Das ist aber auch nicht besonders ehrgeizig, denn wir brauchen 300.000 voll sozialversicherungspflichtig und aus öffentlichen Mitteln finanzierte Arbeitsplätze, die die Existenz sichern. Und das heißt, die Menschen müssen von ihrem Lohn leben können. Und darum muss der gesetzliche Mindestlohn auf ein existenzsicherndes Niveau angehoben werden. Das hat übrigens der Deutsche Gewerkschaftsbund auf seinem Bundeskongress vorgestern so beschlossen. Und das sind derzeit gut 12 Euro pro Stunde, Herr Minister. Und das hat uns Ihr Ministerium bestätigt. Nur ein Stundenlohn von aktuell 12,63 Euro brutto verhindert im Alter den Gang zum Sozialamt. Und im Übrigen, Sie planen diese öffentlich geförderten Jobs nur für Menschen, die seit 8 Jahren oder länger in Hartz IV stecken. Und da sage ich, das ist keine gute Idee. Die Stellen im sozialen Arbeitsmarkt müssen allen Erwerbslosen, die seit einem Jahr oder länger arbeitslos sind, freiwillig offenstehen. Kommen wir zu Hartz IV. Herr Heil, Sie haben in der FAZ geschrieben, ich zitiere: Ich bin überzeugt, dass es Aufgabe des Sozialstaates ist, allen Bürgerinnen und Bürgern ein Leben in Würde zu garantieren. Sehr richtig. Und darum dürfen Sie Arbeitssuchende und arme Rentner nicht mit 416 Euro im Monat Regelsatz abspeisen. Stichwort Monitor gestern Abend. Hören Sie auf damit, die Grundbedürfnisse von armen Menschen kleinzurechnen. Das ist entwürdigend. Schluss damit. Hartz IV-Betroffene müssen sich auch mal einen Kaffee oder einen Theaterbesuch leisten können. Arme Kinder und Rentnerinnen, Erwerbslose und Asylbewerber, Sie alle brauchen mehr Geld. Und darum, liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, fordere ich Sie auf, sorgen Sie dafür, dass die Miet- und Heizkosten vollständig übernommen werden und heben Sie endlich für Menschen in Hartz IV und für jene, die von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung leben müssen, den Regelsatz an. So, wie es der Paritätische Wohlfahrtsverband vorgeschlagen hat, auf 570 Euro im Monat. Meine Damen und Herren, in aller Kürze zu einem Rententhema, der Mütterrente. Kindererziehung geht uns alle an, auch die Beamten, auch die Politikerinnen und Politiker und vor allem die Reichen. Und deshalb muss Ihre sogenannte Mütterrente II, wie auch immer sie dann ausgestaltet sein wird, aus Steuern finanziert werden. Und das fordert die Rentenversicherung, das fordern alle Gewerkschaften, alle Sozialverbände, die Arbeitgeber, die Grünen und die Linke. Also tun Sie es einfach! Und wenn Sie, Herr Heil, die Steuerfinanzierung der Mütterrente II nicht gegen Ihren Genossen Finanzminister durchsetzen, dann werden Jahr für Jahr knapp 10 Milliarden Euro aus der Rentenkasse verschwinden. 10 Milliarden Euro! Damit könnten Sie die Ostrenten sofort an die Westrenten angleichen, Ihren geplanten Härtefallfonds für benachteiligte ostdeutsche Rentnerinnen und Rentner auf den Weg bringen und die Renten von Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentnern deutlich anheben. Und wenn Sie bei Herrn Scholz abblitzen sollten, dann gehen Sie bitte zur Verteidigungsministerin. 1,5 bis 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben, hieße statt 38
35,5 Milliarden Euro bis zu 70 Milliarden Euro für Rüstung und Militär zu finanzieren. Dazu sage ich, was für ein Irrsinn, no 2%, Frieden geht anders, mehr Rente statt mehr Panzer. Dankeschön. Jetzt hat das Wort der Kollege Markus Kurt, Bündnis.